Hallo, ich bin der Jost, arbeite bei der Firma Bomech. Seit 25 Jahren sind wir führende Hersteller von Schleppschuhtechnik. Wir haben uns immer anpassen müssen an alle Umstände und verschiedene Fässer. Davon hier ein sehr gutes Beispiel. Gerne möchte ich euch was über Nachrüstungsmöglichkeit erklären. Weil es im Moment im Markt noch sehr, sehr viele kleine und leichtere Fässer gibt, haben wir uns Gedanken gemacht über kleinere, leichtere Schleppschuhverteiler. Aus dem Hause Bomech kommt darum jetzt im Bomech Blue Tulip, das Aktionsmodell, sehr geeignet für Nachrüstung. Für Fässer mit einer sehr leichten oder auf jeden Fall eine minimale Anbauvorbereitung. Maschinen verfügbar in Arbeitsbreiten 7,5, 9 und 10,5 Meter. Ein Verteilkopf in der Mitte sorgt für eine gute Querverteilung über die komplette Arbeitsbreite. Wie eben gesagt, eine sehr, sehr leichte und einfache Anbau. Es gibt hier unten nur ein paar Platten und oben zwei Punkte. Wenn das vorhanden ist, können wir diesen Verteiler schon anbauen. Egal, ob das dann jetzt ein Einachs- oder ein Zweiachsfass ist, der Blue Tulip Nachrüstaktion kriegen wir immer dran. Alle Modelle aus der Blue Tulip Aktion, die Nachrüstaktion, verfügen über eine manuelle Folgesteuerung. Verriegelung öffnen, ausklappen, hoch und runter und der Verteilkopf werden alle in die Folgesteuerung in Folge gesteuert. Auch der Schieber vom Fass wird in die Folgesteuerung mit eingebunden. Optionell ist eine Load-Sensing-Steuerung möglich. Die mechanische Transportverriegelung ist jetzt in die Klappzylinder integriert. An der Seite vom Fass nur noch eine Auflagestütze. Einfacher zu montieren, schneller mitzuarbeiten. Der Verteiler passt sich an die verschiedenen Bodenkonturen an, mittlerweile seine langen Fäden und das Langloch hier im Mittenrahmen. Für eine sanfte Gestängeklappung haben alle Zylinder Endlagendämpfung. Alle Verteiler haben einen Alrena-Schneidkopf. Der Alrena-Schneidverteiler ist durch Bomech entwickelt worden. Großer Vorteil von diesem Verteiler, der kann trocken laufen, ist sehr einfach zu warten und hat die beste und genaueste Verteilung jetzt im Markt verfügbar. Diesen Verteiler verfügt über ein Seilensystem. Das Seilensystem funktioniert aufs Vorgewände und bringt sehr viel Stabilität in das leichte Gestänge. Dadurch hat Bomech die Möglichkeit, leicht zu bauen. Weil es in einigen Jahren weniger erlaubt ist, mit einem Prallteller zu fahren, hat Bomech jetzt eine Nachrüstlösung. Wenn Sie sich dafür interessieren, melden Sie sich bei Ihrem Fachhandel. Bei diesen Schleppschuhverteilern ist fast ein jeder Güllewagen anzubauen.